Herzlich willkommen beim Backline-Blog von der Baloise Session. In diesem Blog erzählen wir euch immer wieder spannende Musikgeschichten. Heute reden wir über zwei Songs, die aus zwei komplett verschiedenen Kulturkreisen kommen und auch von zwei komplett verschiedenen Künstlern, aber trotzdem eine gewisse Verwandtschaft haben. «Je veux» von der französischen Sängerin Zaz und «Oh Jonny» vom deutschen Hitparadestar Jan Delay. Beide Künstler sind dieses Jahr an der Baloise Session vertreten. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Mit dem Song «Je veux» hat Zaz im Jahr 2010 weit über Frankreich raus für Furore gesorgt. Und zwar deshalb, weil sie mit dem Lied zu einer Vorreiterin von einem neuen Stil geworden ist, dem sogenannten Nouvelle Chanson. Der Stil drückt sich dadurch aus, dass man die traditionelle Chansonkultur mit Soul und aber auch Dance kombiniert hat und dadurch quasi eine neue Lebensfreude manifestiert hat, die sich nicht an Luxus oder an gesellschaftliche Erwartungen orientiert, sondern einfach am bunten Leben und an einer Begeisterung zum Leben. Oh Jonny, was für ein toller Hit von Jan Delay. Der Jan Delay ist eine bedeutende Figur in der deutschen Musikszene, weil es geschafft hat, Einflüsse von Hip-Hop, Funk und Soul zu einer neuen Mainstream-Kultur zu machen. Oh Jonny ist ein gutes Beispiel dafür. Der Song lebt von einem starken Rhythmus, einer starken Hookline und vor allem auch von sehr viel Witz und Energie. Obwohl die beiden Songs aus ganz verschiedenen Szenen kommen, sind sie sich sehr ähnlich. Könnte sein, dass sie vielleicht sogar miteinander verwandt sind? Das werden wir wissen von einem Spezialist, der in Sachen Musik sehr gut rauskommt. Es ist der Kegel Bossart, der Schlagzeuger von der Stefla-Chef, Andrea Pignasca und vielen anderen. Kegel, vielen Dank, dass du Zeit für uns hast und dass wir dir bei dir zu Gast sein dürfen. Kannst du mal kurz sagen, wo wir da sind? Wir sind hier in der Abbey Road. Nein, wir sind natürlich hier in meinem Labor, wo ich die meiste Zeit vom Tag verbringe. Ja, ich übe da, unterrichte da auch. Ich tue da aufnehmen, ich tue da mischen, komponieren, düfteln. Alles irgendwie findet da unten statt. Genau. Das ist deine Musikwelt sozusagen. Ganz genau. Ich würde gerne mit dir ein bisschen über Musik reden. Und zwar ganz spezifisch über zwei Songs, wo ich finde, dass die irgendeine gewisse Verwandtschaft haben, obwohl sie aus komplett verschiedenen Szenen kommen. Nämlich auf der einen Seite «Je veux» von der Zaz und auf der anderen Seite «Oh Jonny» vom Jan Delay. Wollen wir mal kurz reinhören? «Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur.» Das war jetzt «Je veux». Wie würdest du diesen Song charakterisieren, wenn du ihn so gerade hörst? Ja, typisch französisch eigentlich. Mhm. Von der Instrumentierung her, es hat viele akustische Instrumente drin. Ja, einfach so der Mood, es passt irgendwie alles. Es ist fast schon ein bisschen ein Klischee eigentlich. Aber ich finde es sehr cool, aber es ist so wie es muss sein. So wie es im, und rhythmisch? Rhythmisch ist es sogenannt geschaffelt, also das heisst, es macht die also so ein bisschen an Swing auch angelehnt. Ja, ist natürlich tanzbar, gut tanzbar. Irgendwie, man kann sich das gut vorstellen in einem Pariser Tanzlokal im Quartier Lapin, wo das läuft und wo dann so geschwofen wird dazu. Du hast dir Jan Delay angetönt, lass uns doch kurz in da reinhören. Wie würdest du diesen Song charakterisieren? Das ist mir gerade aufgefallen. Eben vor der französischen Song, der ein bisschen. Ja, eben so ein bisschen schwingt. Und das ist. Oder? Die deutsche Präzision. Vom reinen Rhythmisch ein anderes Konzept, also sogenannt binär. Das heisst gerade Achtel. Also. Und auch der Gesang, oder? Die Jan Delay ist ganz genau auf dem Beat. Also das könntest du genau übereinander legen und es stimmt genau. Was ich eben spannend finde, ist, dass beide, also ich als Laie finde, dass beide
Stück unglaublich mitzieht. Also sowohl je veux, spürst du irgendwie, willst dich bewegen und beim Jan Delay sowieso. Wie kommt das? Ich glaube, es ist, weil es sehr auf den sogenannten Offbeat akzentuiert ist, also das heisst auf das 2 und das 4. Und obwohl es zwei recht verschiedene Grooves sind, ist es doch, also bei der Sass ist und der dreht sich vorne ein bisschen. Nicht, dass er noch pusht, aber der reisst einem irgendwie mit. Und beim Jan Delay ist es auch so. Dann wird das sogar noch verdoppelt, oder? Quasi, um dem noch vielleicht mehr Gewicht verleihen oder so. Und das ist das, was Tanzmusik schlussendlich dann, glaube ich, ausmacht auch. Oder eben, ja, was einem mitreisst, was für Tänzer wichtig ist, oder? Es muss einem so ein bisschen ziehen und schieben und so. Genau. Lustig ist ja, die beiden Songs, die sind etwa in der gleichen Zeit entstanden, so um die 2010, 2009. Kannst du dich erinnern an deine 10er-Zeiten? Was hast du gemacht in 2009, 2010? Ja. Ich war mit Bonaparte unterwegs gewesen. Mhm. Also auch mit Lunik noch und der Mark Zwei eigentlich mit allen drei gleichzeitig. Aber ich denke, ja, Bonaparte war dort noch speziell. Wir sind ja, also kennst du die Band? Oder? Absolut, das ist ja, dort ist ja auch um so legendär, um Tanzding gegangen. Mhm. Und um natürlich die Berliner Craziness, wo ja schon immer, wie soll ich sagen, oder legendär ist seit den Roaring Twenties, oder? Irgendwie. Und das hat eigentlich, ich glaube, nie ganz aufgehört. Kriegel, ist mega spannend, mit dir zu reden. Vielen Dank für das tolle Gespräch. Danke für euren Besuch. Es ist sehr spannend, Musik aus der Perspektive von einer Musik zu betrachten. Im nächsten Baloise Session Blog geht es um den Vergleich von zwei Frauenstimmen, die das ja auch an den Baloise Sessions zu hören sind. Es würde mich mega freuen, wenn ihr auch wieder dabei seid.